Ja, also in dieser Untersuchung haben wir die Aerodynamik untersucht, genauer die Aerodynamik von Bahnradhelmen für den olympischen Bahnvierer in Rio. Ja, also im Bahnradsport ist die Aerodynamik sehr, sehr wichtig. Vom Gesamtwiderstand kann die Aerodynamik 90 oder noch mehr Prozent ausmachen. Und wenn ich die Aerodynamik verbessern kann, kann ich natürlich bei gleicher Leistung schneller fahren und so eine bessere Zeit erreichen. Ja, also um die Aerodynamik der Fahrer und der Helme zu bestimmen, haben wir verschiedene Fahrer mit verschiedenen Helmen fahren lassen auf der Rundbahn. Wir haben dabei die Geschwindigkeit aufgezeichnet und die Leistung, die die Fahrer erbracht haben und noch weitere Variablen. All diese Werte konnten wir dann am Computer kombinieren und so den CDA, die Widerstandsfläche oder die Aerodynamik der Fahrer unter verschiedenen Helmen bestimmen. Ja, also die Resultate zeigen, dass sich diese Helme unterscheiden bezüglich ihrer Aerodynamik. Ein Helm war aerodynamischer als die anderen, und zwar um etwa 1%. Das war beim POC Cerebell. Und bei diesem Helm, die verbesserte Aerodynamik führt zu einem Zeitgewinn von etwa einer halben bis zu einer Sekunde im Wettkampf, der etwa 4 Minuten dauert. Und dies entspricht etwa einer Platzierung auf der Rangliste bei einem typischen Wettkampf. Ja, die Resultate zeigen, dass eben Aerodynamik ein wichtiger Faktor ist, jetzt hier im Bahnradsport, und zum Beispiel hier eben die Wahl des Helmes die Endrangliste deutlich beeinflussen kann. Auch in anderen Sportarten kann die Aerodynamik entscheidend sein, zum Beispiel im Skifahren kann auch das Material zu einem gewissen Grad die Geschwindigkeit beeinflussen.